Willkommen zum härtesten TV-Parcours der Welt. Das hier ist Ninja Warrior Germany, die zweite Staffel. Und dieses Jahr gibt es ganz viele Neuerungen, wie zum Beispiel viel mehr Folgen. 9 Stück sind es, es gibt ein neues Halbfinale und mehr Geld. 200.000 Euro kann man gewinnen, wenn man das da hochschafft. So, komm mit, das hier ist der Halbfinal-Parcours. Das ist der 5-Sprung 2.0 und ich sag mal so, springen. Ich guck mal hier, wie groß ist denn der Sprung hier? Gute 1,60 müsste man hier schon schaffen. Frage ist jetzt nur, mit beiden Beinen abdrücken oder mit einem Bein abdrücken? Und aus dem Stand springen oder mit Anlauf? Ja, das war's. Das hier. So, Traumberuf Poolboy. Damit der nächste Athlet auch, ja gut, er soll nicht reinfallen, aber falls er reinfallen sollte, ist der Pool jetzt vorbereitet. Das hier ist die Ringschaukel. Und wie man hier schon sehen kann, man muss sich mit einem Trampolin in die Luft katapultieren, um da ranzukommen. Okay, die Aufgabe lautet, von Ring zu Ring zu schwingen. Und dann musst du, während du an einem Ring hängst, den Ring auch noch von diesem Haken runternehmen und dann deinen ganzen Körper benutzen, um zum nächsten Ring zu kommen. Und das sind mal locker 3 Meter Luftlinie zwischen den beiden Ringen. Das sieht doch Pillepalle aus, ne? Einmal rüberlaufen, Sprung und zack, fertig. Aber die Dachwippen machen das auch, was der Name sagt. Sie wippen. Und das Schwierige ist natürlich, wenn du jetzt springst und darauf kommst, dann geht der ganze Kram mehr nach unten und das Wasser ist nah. Und auf der anderen Seite, wenn du Schwung holen willst, um rüber zu springen, drückst du ja auch mit deinem Sprung gleichzeitig die Wippe nach unten. Regel Nummer 1 bei Ninja Warrior, Wasser ist dein Feind. Die Cargonetz-Wippe. Man könnte denken, es ist eine gemütliche Hängematte, die man sich reinlegen kann, so würde ich es wahrscheinlich nutzen, aber nein, man muss mit einem kräftigen Sprung von da hochspringen an dieses Trapez, da weiter Anschwung holen und dann rüber ins Netz. Ich würde mich oben reinlegen, aber ich glaube, man muss unten längs. Sich schön längs hangeln. Man könnte es die Panflöte von Ninja Warrior nennen, aber es ist das Windspiel. Und jetzt muss man ein bisschen überlegen. Ich glaube, man klammert sich wie so ein kleines Äffchen an jeden kleinen Stab und springt halt immer weiter. Von einem Stab zum nächsten. Aber ganz im Ernst. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Wieso nimmt man nicht einfach einen Kran? Ninja! So, wenn man es bis hierhin geschafft hat, ist man bestimmt schon ein bisschen geschafft. Aber dann muss man es noch die Wand hochschaffen. Dann läufst du an Buschi und Jan Köppen vorbei, musst hier einigermaßen galant das Ding runterkommen und nicht fallen. Okay, ja, das hier wäre der sichere Weg, aber die Athleten müssen tatsächlich hier drüber springen, um ans nächste Ziel zu kommen. Okay, so oder so ähnlich müsste man über dieses Hindernis kommen. Ohne Mikro würde ich es natürlich sofort schaffen. So, wer jetzt gesagt hat, ach, das ist doch Killefitz, den würde ich gerne sehen, wie er von da nach da springt. Ich habe zwar nur gequatscht, aber trotzdem bin ich ein bisschen außer Atem und habe Schweiß unterm Arm. Das ist hier das letzte Hindernis im Halbfinale. Man muss mit diesem Tretroller in Tigeroptik den Kamin hoch. Hm? Okay, na gut, das wäre zu schwierig. Ohne Tretroller. Aber trotzdem muss man mit Armen und Beinen diesen Schacht hoch. Man stelle sich jetzt Wände links und rechts von mir vor. So ungefähr. Und jetzt startet euer persönlicher Ninja Warrior Germany Parcours. Allerdings mit den Fingern. Hier drüben könnt ihr klicken, um zu liken. Hier drüben könnt ihr klicken, um zu abonnieren. Und hier klickt ihr mit euren Fingerchen, um alle Folgen von Ninja Warrior Germany bei TV Now zu gucken. Puh, gute Leistung.